Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Mein Name ist Georg Diegruber. Wir wirken für das Projekt Lebenswerte Gemeinde und es wird immer wieder gefragt, was ist eine lebenswerte Gemeinde? Und wir als Allianz Bewusst gemeinsam leben, wirken ja als Verbinder und holen uns gewisse Experten. Und ein für uns sehr, sehr erstaunlicher und tiefsinniger ist Leo Baumfeld von ÖAR. Er hat unter anderem, ich glaube, 2 Jahre hat die Arbeit gedauert, was Gemeinden künftig brauchen, mit mehreren Bürgermeistern, war Agenda 21 Prozess und da sind sehr, sehr erstaunliche Dinge drinnen. Und ja, fragen wir den Leo Baumfeld direkt jetzt, was ihn motiviert, wie er lebenswerte Gemeinde sieht, wo die Chancen für die Gemeinde, Verwaltung, Politik sind, gemeinsam zu wirken. Leo, wir sind einige Jahre verbunden. Vielen, vielen Dank für dein Wirken. Du hast mich vielfältigst begeistert und wir sind ja mit über einen sehr interessanten Bürgermeister, über den Karl Siegersleitner in Kontakt gekommen, der auch vorbildliche Gemeinde entwickelt hat und wir hatten sehr, sehr schöne Begegnungen. Leo, danke für die Zeit und dass du da dein Wissen weitergibst. Ja. Leo, wenn ich jetzt so die Einleitung sehe bei eurer Arbeit, die ja 2 Jahre gedauert hat, ich glaube 2 Jahre, und du korrigierst mich, wenn es anders war, dann steht da, die Gemeinde ein vertrauter Raum, es sind die Menschen, die die Gemeinde miteinander zu einem lebenswerten Raum entwickeln. Was heißt Mensch? Das war bei diesem Entstehungsprozess von diesem Papier, haben wir ja ursprünglich drinnen gehabt, dass die Bürgerinnen und Bürger sozusagen da mitmachen. Und dann hat ein Bürgermeister aus Vorarlberg, der Martin Netzer, eingewandt, dass er gesagt hat, naja, wir haben in den Gemeinden ja nicht nur die Bürger, weil das sind die Wahlberechtigten sozusagen, die per Gesetz und Erlaubnis sozusagen die Gemeinde mitgestalten können. Aber in unseren Gemeinden, da leben ja auch Kinder oder es leben vielleicht Ausländer, die noch nicht formal die Mitgestaltungsmöglichkeit oder Mitredemöglichkeit haben. Und die sagt, dass die sollten wir auch mit hereinnehmen, weil das ist ein ganz, ganz wichtig. Deren Perspektive ist ganz wichtig und das haben wir dann gerne aufgegriffen. Weil mit dem Menschen meinen wir jedes Individuum. Ja, das ist sozusagen eine Botschaft, dass jeder Mensch, egal welchen Alters, ist in der Gemeinde willkommen. Ja, du bist ein Willkommener dieser Gemeinde und Gemeinschaft. Und wir möchten, dass du dein Leben selbst auch mitgestaltest in der Gemeinde. Das ist die Grundbotschaft. Da hätte ich jetzt eine Frage in die Richtung kommunale Intelligenz. Gerald Hütter, der Gehirnforscher, ist einer unserer Geburtshelfer. Wir hatten 2017 eine Veranstaltung kommunale Intelligenz. Was ist das, eine kommunale Intelligenz? Wie würdest du als Experte das definieren? Ja, die kommunale Intelligenz, das ist ja praktisch ein Prozess, der entsteht, wo genau diese unterschiedlichen Interessen und die unterschiedlichen Ideen von Menschen in der Gemeinde verfahrensmäßig zusammengeführt werden. Dann wird es zu einer kommunalen Intelligenz. Wenn die Ideen in den Köpfen sozusagen nur in den Köpfen bleibt oder in der Küche oder im Wohnzimmer der einzelnen Personen, dann ist es noch keine kommunale Intelligenz. Erst wenn sie sozusagen diesen Ofen und das Wohnzimmer verlassen, sozusagen öffentlich zu werden, dann wird es zur kommunalen Intelligenz. Und da brauchen die Gemeinden auch ein Verfahren, wie sie diese Intelligenz heben können. Dann wird es zu einer kommunalen Intelligenz. Leo, könnte man so eine Gemeinde, ich sage mal, zerdreiteilen in die Öffentlichkeit, also Verwaltungseinheit, Politik, Verwaltungsgemeinde, in die Wirtschaft und in die Zivilgesellschaft? Und wer die Verbindung dieser drei, die kommunale Intelligenz? Ja, das kann man so sagen. Es ist genau so. Nämlich, ich sage einmal, die Allianz zwischen diesen dreien, kann man sagen, das ist das gesunde System, die gesunde Gemeinde, könnte man sagen, ist eine gute Allianz, weil man sich da gut
ergänzen kann, weil ich sage mal, die Verwaltung, die kennt die Verfahren, die kennt die Gesetze und ist sozusagen die Hüterschaft dafür, dass das mit alles mit rechten Dingen zugeht, und offensiv ist es die Hüterschaft dafür, dass sie eine Infrastruktur für die Gestaltung zur Verfügung stellt. Mhm. Die Politik ist wichtig, weil sie die Legitimationskraft hat. Sie ist die politischen Vertretungen sind ja gewählt durch die Bürgerinnen und Bürger in diesem Fall. Und sie sind sozusagen, sie geben die Legitimität von Entscheidungen, die hier in der Gemeinde getroffen werden. Und die Zivilgesellschaft ist das, dass sozusagen die gebündelte Intelligenz, die wir vorhin besprochen haben, dass die sozusagen einfließen kann. Und da braucht es eben ein verfahrensmäßig eine gute Zusammenarbeit zwischen diesen drei Gruppen. Und die Wirtschaft natürlich, die Wirtschaft, das ist diejenige, die sozusagen dafür sorgen, dass die Gemeinde auch eine ökonomische Kraft entwickelt und dadurch natürlich die Attraktivität zum Bleiben in der Gemeinde und auch zum Leben und Arbeit, zum Arbeitsraum wird. Dafür ist, und dieses Zusammenspiel ist letztlich eine gesunde Gemeinde, könnte man sagen. Und auch, glaube ich, ganz entsprechend große Chance, weil Helmut Mödelhammer, der als Mentor wirkt, 19 Jahre oder 18 Jahre Gemeindebundpräsident war, sagt er immer, Bürgerbeteiligung ist so wichtig. Bürger gestalten wir gemeinsam. Und in dem Einleitungspapier habt ihr ja auch stehen, Gemeinden sind Wirtschaftsräume. Und wenn ich das vorlesen darf, je mehr Arbeitsplätze eine Gemeinde anbieten kann, umso attraktiver ist die Gemeinde für Bürger, Bürgerinnen in Bezug auf wohnortnahe Arbeitsplätze. Das ist oft auch ein Thema, wo Leute ewig fahren. Und diese Würdigung der Wirtschaft ist auch uns ganz wichtig, wo wir eine Ökonomie der Menschlichkeit nennen, also wo wirklich auch Dynamik da ist, weil wie du auch so schön sagst, wenn es keine Begegnungspunkte gibt, und das sind ja auch Geschäfte zum Beispiel, sind ja auch Begegnungspunkte, wird kein Austausch passieren, und das ist für unsere Menschlichkeit, für unser Sozialwesen sicher ganz, ganz wichtig. Ja? Ja, danke, dass du das jetzt verknüpft hast auch, weil das ist ganz wichtig, gerade, also sage ich mal, Versorgungsstellen, sind ja auch wirtschaftliche Stellen, zum Beispiel ein Geschäft, eine Bäckerei, eine Fleischerei oder ein Heuriger natürlich und solche Dinge. Das sind ja lauter Orte, wo die Menschen auch hingehen und sich zufällig begegnen. Ohne dass sie sich einen Termin ausmachen müssen, treffen sie sich einfach. Und das macht eigentlich das Dorf aus. Ein Dorf ist ein Ort, wo sich Menschen zufällig begegnen können und die Gelegenheit, wenn sie wollen, können sie die Gelegenheit nutzen, auch diese Begegnung dann nach ihrer Fassung auszugestalten. Und wenn wir da einen Online-Klick machen bei Bestellungen oder so, dann nutzen wir diese Räume nicht. Aber man sieht es halt oft erst dann, wenn man es nicht mehr hat. Und da wollen wir immer entgegenwirken, dass wir wirklich schauen, was passiert mit dem Kreislauf, wie dient der mir auch menschlich. Du sagst ja auch, es braucht eine Ergänzungsfähigkeit, nicht eine Profilierung, irgendwo eine neue Souveränität. Wie werden das übersetzbar? Na, man kann sagen, der Code für Kooperation ist die Möglichkeit und die Fähigkeit, sich zu ergänzen und sich ergänzen zu lassen. Ich habe mir da schon viele Kooperationsgeschichten angeschaut, und das ist immer die Frage, sehen sich die beteiligten Menschen, Akteure und Akteurinnen sich in einer ergänzenden Form, ja, weil dass jemand was einbringt, was ich nicht habe, dann können sie auch gut miteinander kooperieren. Und immer dann, wenn sie sich selber im Wettbewerb sehen. Das ist jetzt nicht per se schlecht, in einem Wettbewerb zu sein, aber wenn es zu viel Wettbewerb ist, dann beginnen sie sich sozusagen den anderen abzuwerten, den anderen schlecht zu machen, im konstruktiven Fall sich selbst besser darzustellen. Das kann auch eine Falle sein, sozusagen, dass man sich manchmal vielleicht zu gut darstellt und dann Enttäuschungen produziert. Und da muss man eben aufpassen. Aber am besten ist es, wenn die Menschen und die beteiligten Leute sich als sich ergänzend erleben. Haben wir gewonnen, sozusagen. Ja. Leo, wir haben ja so eine Art Grundprinzipien geschaffen. Was ist eine lebenswerte Gemeinde? Auch dank deiner Unterstützung. Können wir die vielleicht kurz durchgehen, dass wir sagen, wo ist denn so der Weg, wenn man in einer lebenswerten Gemeinde startet? Weil eben auch haben wir ja, wir sind jetzt in Gesprächen in Niederösterreich mit einer Gemeinde mit riesigem Potenzial, aber dass es nachvollziehbar wird und eben für den Gemeindevorstand, für den Bürgermeister,
auch die Chance erkannt wird, dass sie dem Zeitgeist entspricht, wie in einem Unternehmen, auch wenn das rein hierarchisch läuft und da keine Verbindung ist zu den Angestellten, dann wird das einfach nicht funktionieren. Und eine Gemeinde ist ja noch schwieriger zu managen. Und ich habe höchsten Respekt vor Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, weil da so viele Interessen zu verbinden sind. Und uns ist auch ganz wichtig, dass da sehr viel Wertschätzung der Gemeindepolitik, der Gemeindeverwaltung auch hingebracht wird. Und was auch Helmut Mödelheim immer wieder sagt, die unterste Politik, also auf Gemeindeebene, hat noch am meisten Gestaltungskraft, ist am nächsten bei den Bürgern. Aber uns ist schon auch entscheidend wichtig, dass es über Parteipolitik geht. Es muss den ganzen Ort dienen und es darf nicht zur Profilierung einzelner Parteien dienen. Und ich blende da jetzt gerade ein, so Instrumente, Grundprinzipien für Schaffung einer lebenswerten Vorbildgemeinde. Wo jetzt kann man sagen, ob das der erste Punkt ist oder nicht. Aber einmal so eine Grundumfrage, so eine Art Lebensraumkonzept, wo es eben einen Anbieter gibt und wo man eben auch fragt, ja, was habt ihr für Ideen, Schwarmintelligenz, Fokusfragen, wo sich dann eventuelle Schlüsselprojekte ergeben. Genau. Und ja bitte, ja. Leo. Weil du hast das Grundprinzip oder eigentlich ein Instrument, haben wir jetzt den Lebensqualitätsmesser. Das ist eine Möglichkeit, wie man eine Gruppe von Menschen gemeinsam dazu einlädt, eine kleine Analyse zu machen. Wie stehen wir denn eigentlich da? Ja, und da werden auch verschiedene Aspekte abgefragt. Und diese Dinge sind deshalb wichtig, weil normalerweise, wenn man jemanden fragt, einfach irgendjemand, dann erzählt er das, was er schon kennt. Und solche in diesem Fall der Lebensqualitätsmesser oder andere ähnliche Systeme, die bringen die Leute auch dazu, an Dinge zu denken, die sie noch nicht kennen und die ihnen jetzt vielleicht gar nicht einfallen, sodass man einen bestimmten, sagen wir mal, bestimmte Ganzheit abbilden kann. Und diese Art von Analyse ermöglicht dann festzustellen, na, wo haben wir denn unsere Stärken oder wo haben wir denn unsere Schwächen und wo müssen wir denn noch forcieren oder wovor müssen wir uns aufpassen, dass uns etwas nicht durch die Lappen geht und so. Ne? Das ist die Funktion von dieser Art von Analyse. Zu wissen, wo man dann sozusagen annimmt. Man muss sich das so vorstellen, wie ein Archäologe vorgeht. Ein Archäologe wird sozusagen alle 5 Meter einen Graben ziehen und da macht er ein Gitter draus und dann sieht man, wo, an welcher Stelle sind interessante Sachen, wo man in die Tiefe graben muss. Genau diese Funktion sozusagen sein Qualitätsmesser. Ja, du, Leo, ich würde jetzt eins sagen, und das haben wir jetzt so gar nicht abgesprochen, aber wenn du jetzt durchführst durch die einzelnen Dinge ganz kurz und vielleicht nur in 5 Minuten gesamt, weil wir gesagt haben, wir wollen es sehr, sehr kurz halten. Geht das? Ist das in deinem Sinne? Jetzt sozusagen zu weiteren Prinzipien oder Methoden. Ja, die Punkt 2 bis 7 weiter kurz durchführst. Ja, passt, ja, genau. Das erste haben wir jetzt eh schon besprochen. Das zweite wäre sozusagen das gemeinsame Anliegen, so das Metathema zu finden, zur Förderung der kommunalen Intelligenz, also das, was wir schon besprochen haben, nämlich die Verbindung von Öffentlichkeit, also die Menschen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung und Politik. Dann die Schaffung des Bürgerinnenrates. Der Bürgerinnenrat hätte genau diese Funktion, verfahrensmäßig neben Verwaltung und Politik und Wirtschaft sozusagen die Interessen oder die Perspektiven, besser gesagt nicht die Interessen, sondern die Perspektiven unterschiedlicher Menschen und ihrer Sichtweisen für das Ganze und das gesamte ganzen Anliegen einzubringen. Das nicht um Entscheidungen zu treffen, sondern diese Ergebnisse, die sie dann in einem Bürgerinnenrat hervorbringen, dann dem Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. Darum heißt es ja Rat, ne? Sie stellen einen Rat zur Verfügung. Dann, wir haben da so eine Folie sozusagen zur Verfügung gestellt, die es möglich macht, ich sage einmal, ein Anliegen, diesen Fokus für ein Anliegen zu beschreiben. Das kann man verschiedenen Menschen geben oder Gruppen geben, um sozusagen das Anliegen zu präzisieren, klarer zu kriegen und daraus könnten dann auch noch Projekte entstehen. Der 5. Punkt, eben das sind Projekte, die sind dann Schlüsselprojekte. Ein Projekt ist dann ein Schlüsselprojekt, wenn es diesem Anliegen sehr stark und unterstützt und es Menschen gibt, die mit Leidenschaft dahinterstehen. Dann kann man ein Projekt als ein Schlüsselprojekt bezeichnen. Und natürlich auch die Unterstützung der Politik und der Verwaltung genießt. Das wäre dann wichtig.
Dann sechster Punkt, man könnte schon diesen Prozess auf der Internetseite entweder der Gemeinde selber oder eine eigene Seite gewissermaßen als Basisstation für Informationen zur Verfügung stellen. Aber die Menschen haben unterschiedliche bevorzugte Kommunikationsmedien und die kann man auch sozusagen nutzen, damit Projekte untereinander gut kommuniziert werden können, auch verschiedene Anliegen untereinander gut kommunizieren können. Also da muss man dann das finden, was halt am besten passt. Da bei uns wichtig, Leo, dass die unabhängig von der Gemeinde ist, weil die zur Öffentlichkeit, Wirtschaft, Zivilgesellschaft dienen. Da sollte ein Wirtschaftler, wenn er eine Veranstaltung hat, die einstellen können. Oder eben, ich habe ein paar Beispiele aus der Zivilgesellschaft, irgendwie Tauschbörsen oder ich möchte mich vorstellen, oder unterschiedlichste Dinge, in dem sie machen. Ja. Also das, glaube ich, wird schon auch die lebenswerte Gemeinde, die kommunale Intelligenz dann zeigen, dass es keine Seite der Gemeindepolitik, Verwaltung ist, sondern dass das interaktiv ist, natürlich nicht von jedem nutzbar. Da gibt es Administratoren, die den Zugang haben. Also nicht, dass da jeder reinschreibt, was er will, sondern schon sehr gut strukturiert und immer als Verbindung gedacht, nie polarisierend, immer die Verbindung, bewusst gemeinsam leben, für die stehen wir ja. Das ist mir da noch ganz wichtig zu ergänzen. Genau, da kann man mit Verknüpfungen arbeiten und so weiter. Der siebte Punkt, dass Gumpelskirchen sozusagen eine lebenswerte Vorbildgemeinde werden kann, das wäre, wenn so etwas läuft, dann glaube ich sicher, dass sehr gute Chancen. Ich habe mich mit der Johanna kürzlich auch unterhalten und ich habe sie ja gefragt, wie viele Leute gibt es denn noch von deinem Kaliber sozusagen? Bist du da alleine oder gibt es da noch mehr? Sie hat gesagt, da gibt es nur einige in Gumpelskirchen. Das heißt, da gibt es viele Ressourcen, die sozusagen durch so einen Prozess auch zusammengeführt werden können, eine gemeinsame Kraft finden können und diese gemeinsame Kraft auch ausdrücken. Und das, also wenn man da 5, 7 solche Personen, solche Flaggschiffe sozusagen hat, dann ist das schon eine wahnsinnige Kraft, die man da sozusagen mobilisieren kann und fokussieren kann. Das wäre eine tolle Geschichte. Weil die Johanna, und das sind so spezielle Menschen, so wie du auch, über das Eigennutz hinaus agieren. Weißt, fürs Gemeinwohl, weil ich habe zu dir einmal gesagt, Leo, dort hast du einen Impuls gegeben, da beim Kongress warst du dabei mit einem Impuls. Dann sage ich, du, wir müssen einmal schauen finanziell. Und so sage ich, du, das passt für mich gut, das spürt sich gut an, mache ich gern. Aber es ist dann, und der Ausgleich braucht es natürlich, aber ich merke da einfach ein immer tieferes Interesse in dieser gesellschaftlichen Veränderung, auch vorbildlich mitzuwirken. Und das machst du in einzigartiger Weise. Lieber Leo, ich würde es so mal stehen lassen mit dem Wunsch, dass du auch noch vielleicht in Gumpelskirchen mitwirkst, wie immer. Ich glaube auch, es braucht die Öffentlichkeit ganz, ganz wichtig. Und die wollen wir eben entsprechend einbinden. Und ich glaube, es geht um die Chance auch für die Gemeinden, die Chance zu sehen, sehr, sehr strukturiert, sehr achtsam eine Gemeinde gesamt zu entwickeln. Und wenn wir dann so lebenswerte Vorbildgemeinden haben, wo wir bis Ende nächsten Jahres in jedem Bundesland eine schaffen wollen, dann ist das sicher Leuchttürme und zählen die entsprechend strahlen. Sehr fein, ja. Gut, das lieber Leo. Bin gern dabei, wo ich unterstützen kann, mache ich das gern. Bestens, danke dir herzlich. Gerne.